So, wir sind hier, wie heißt das? Uktulutalwasser. Das ist hier oben. Hier gibt es scheinbar später noch einen Flugpunkt, wenn man bei denen Ruf gesammelt hat. Wir brauchen jetzt noch der Schatten seiner Schwingen. Ich glaube, das müsste irgendwo hier in dem Bereich sein, weil das wird schon in der Reihenfolge gemacht werden, wie auch die einzelnen Questgebiete sind. Deswegen fliegen wir jetzt einfach mal da hinten hin. Schön auf die Minimap gucken. Noch weiter runter. Schwelender Horst. Schlackensumpf. Da ist ein Elite-Mob. Das sind alle. Oh Gott, oh Gott. Wümmling Knochenhaufen. Keine Ahnung. Oh Gott. Ich glaube, hier wollen wir nicht sein. Herold. Was sind das hier? Die Inseln sind erwacht. Okay. Gibt es dann die Quests erst später? Ich weiß es halt nicht. Wir können auch mal hier jetzt gucken. Blutstrom. Okay, hier scheint es eine Menge Fraktionen noch zu geben. Da drüben vielleicht. Hier waren wir schon, oder? Nein, 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 nein. Lass mich. Ja, hier waren wir schon. Okay, da waren wir hier schon. Hier entlang. Also irgendwo hier drüben müsste das ja eigentlich sein. Es kann natürlich auch sein, dass es wirklich erst später kommt, wenn wir genug Ruf haben. Hier gehe ich erstmal nicht lang. Wo ist hier Kräuterkunde? Ich sehe hier keine Kräuterkunde. Ja.
Hier. Ach, hier waren wir auch noch nicht. Okay. Da oben ist auch noch ein neuer Flugpunkt. Wir sind jetzt schon wieder 5 Minuten nur hier am Quest suchen. Vielleicht gibt es ja hier jetzt die letzten Quests. Aber wir haben schon mal den Erfolg, dass wir hier erkunden sollen. Gipfelobservatorium. Komm, mach mich nicht schwach, es wird dir hier doch eine Quest geben. Okay, dann Google. Wie heißt der? Der Schatten seiner Schwingen. Der Schatten seiner Schwingen. Startquest schlagfertige Argumente. Da war ich eben doch richtig gewesen. Also laut Google müsste das hier sein. Aber Moment, wir fliegen einmal kurz. Da drüben soll noch ein Flugpunkt sein. Achso, ja. Ding. Noch ein Uluk-Dings da. Wir fliegen einmal kurz darüber. Waldrakenabkommen. Weltenbrecher Drachkin getötet. Also wir müssen jetzt hier rüber fliegen. Hier ungefähr. Aber da waren wir doch eben, oder nicht? Das müsste hier drüben das sein. Ich muss jetzt noch mal auf der Minimap drauf achten. Nee, ganz hier unten. Aber da sind wir doch eben drüber geflogen. Hier ist die Quest. Alter, okay. Alles klar. Schlagfertige Argumente. Töte 12 Weltenbrecher Drachkin. Befürchtung eines Kultisten. Findet Eiersand im schwellenden Horst. Bam. Kollege. Hallo. Okay, also wir müssen jetzt 12 Stück von denen hier killen. Komm mal hierher. Keine Lust, da runter zu gehen. Und der eine ist da oben. Hallo, Drachenkammern Kirschnern. Echt jetzt. Yeah.
Aber die kleinen, oder? Auch nicht. Was ist denn das für eine Kacke? Meine Uhr sagt gerade, ich soll aufstehen. Dabei bin ich aufgestanden zwischen der Folge und der davor, weil ich habe ja meinen Junior angerufen. Meine Uhr ist manchmal so bescheuert. Die geht mir teilweise tierisch auf den Senkel. Und da drüben ist die, die wir suchen sollen. Er ist doch schon da. Warum sollten wir ihn denn noch suchen? Mann, Mann, Mann. Komm mal her. Und wir sind Level Up geworden. Sehr schön. Du, komm mal her. Mir egal, wie rum du läufst. So, zwei Stück noch. Dann nehmen wir gerade die, die hier langlaufen. Tagchen. Ich finde es halt auch ein bisschen schade, dass man mit den ganzen Erweiterungen, die jetzt als letztes kamen, keine neuen Zauber groß gelernt hat. Ja, habe ich doch schon gesehen, dass du da bist. Ein Schmuckstück. Nö. Oder? Ich weiß es nicht. Hinter Schloss und Riegel. Beschafft den Weltenbrecher Zellenschlüssel und befreit Eiersand. Ehre allen Drachen. Echt jetzt? Ich hätte vielleicht erstmal den optional. Vor allem optional. Die einzigen, die die Quest ohne optional machen können, sind Leute, die entweder Schmiedekunst und Dietrich haben oder Schurken. Das sind die einzigen, die das optional machen können. Der kann es nicht haben, der kann es haben. Da ist der Schlüssel. Wir haben auch noch einen Talentpunkt zum Verteilen. Machen wir gleich. Erstmal zurückgehen, Quests abgeben. Wie hoch sind wir jetzt? 65. Und wir haben keine blaue Leiste mehr. So. Du hast doch eben schon da gestanden. Willkommen auf den Inseln. Der Schatten seiner Schwingen stellt Züge... Zygenot, Stimme von Neltharion, zur Rede. Der Schwarm möge uns schützen. Okay. Ja, wir machen erstmal die Quest hier und dann... wahrscheinlich hier rein. Wir
Wir machen erstmal diese Quest hier und dann können wir ja uns um die Dinge kümmern. Ich habe keine Energie mehr. So, jetzt aber. Okay, wir müssen gegen ihn kämpfen. Alleine. Juhu. Ich freue mich. Ihr habt doch nicht mehr alle, den alleine zu killen hier. Ah ja, das ist in Wirklichkeit ein Oger und kein Drache. Jojojo. Hörst du mal auf mit deinem scheiß Gedankenschinden? Lass das, ich hasse das. Ja, viel Schaden macht er nicht. Der Kampf dauert halt ewig. So, wir haben die Quest abgeschlossen. Kriegen wir jetzt Ruf bei denen, dass wir da bei dem anderen auch Quests machen können? Wo müssen wir denn jetzt hin? Raus wieder. Einer ist noch nicht so auf unserer Seite. Okay, dann müssen wir wieder da hoch scheinbar. Nee, wir müssen hier runter. Die waren doch gerade eben bei mir. Ein Stab ohne Beweglichkeit. Eine Stangenwaffe mit Beweglichkeit, die aber schlechter ist als die, die wir haben. Vielleicht wird sie aufgewertet. Nein, wird sie nicht. Besucher der Küste des Erwachens. Wir haben alle Quests hier abgeschlossen, die es hier gibt. So, wir brauchen jetzt einen Flugpunkt. Einen Kilometer noch bis da drüben hin. Gut, dann, wir sollten noch mit, achso, das sind die Dinger hier. Wir hatten doch noch eine Quest hier. Trefft Amelia da hinten. So, öffnet die Welpenkrippe.
Halte Zugang zur Krippe Kleinschuppe in Waldracken. Helf dabei, knuffige Welpen großzuziehen. Seid vorsichtig da draußen. Okay, eine Folge kann ich noch aufnehmen. Wir machen morgen weiter.